Rogers hat aus diesen Grundbestandteilen der Kommunikationstheorie seine Gesprächstherapie geformt. Und sie besteht aus 5 Grundannahmen, die ich jetzt hier kurz vorstellen möchte. Die erste Annahme: 2 Personen befinden sich in Kontakt. Das klingt banal, wirst du sagen. Logisch, selbst wenn wir im Aufzug stehen und nichts sagen, sind wir in Kontakt. Ich mache es an einer Negativfolie deutlich. Wenn 2 Personen nicht in Kontakt sind, dann reden sie aneinander vorbei. Ein Beispiel: Schön, dich zu sehen. Ich habe gar nicht viel Zeit, ich bin voll im Stress. Mir ist heute auch schon der Fernseher runtergefallen. So ein Mist. Du, ich muss weiter. Mach's gut. Beide reden aneinander vorbei. Gewiss, sie reden zueinander, aber ich würde behaupten, nicht einmal miteinander. Es ist nicht einmal Smalltalk, sondern einfach nur eine peinliche Oberflächlichkeit. Beide signalisieren eigentlich dem anderen, ich habe an dir und an deinem Leben eigentlich kein Interesse. Wären beide in Kontakt, würde das Gespräch vielleicht so verlaufen. Schön, dich zu sehen. Ja, danke, ich freue mich auch. Es ist ja schon lange her. In der Tat, ich habe mich gefragt, wie es dir gehen mag. Och, du, soweit ganz gut. Ich war länger krank gewesen und bin jetzt etwas im Stress, weil ich noch Medikamente abholen muss. Du warst krank? Etwas Ernstes? Ach, eine Entzündung, aber es ist schon wieder ganz gut. Gott sei Dank. Vielleicht können wir uns ja mal treffen, wenn du es jetzt eilig hast. Ich muss nämlich auch noch zum Techniker. Mir ist mein Fernseher heute runtergefallen. Ach, das ist ja mal blöd. Hoffentlich kann man da noch etwas reparieren. Ja, ich fände es auch schön, wenn wir uns mal wieder treffen. Ruf mich doch einfach morgen an. Ja, in Ordnung. Gerne. Beide Personen sind miteinander in Kontakt getreten. Beide wollten von sich etwas mitteilen. Es war nicht das Setting einer Therapie, das ist klar. Denn diese Form von Gespräch und Dialog in der Therapie basiert darauf, dass der Therapeut überwiegend ein Hörender ist, einer, der wahrnimmt und versteht. Im Französischen gibt es für das Wort Hören 2 Begriffe, die sich voneinander unterscheiden. Einmal das eher technische Wort écouter, das Hören meint, im Sinne von ich habe Geräusche, Töne akustisch aufgenommen. Das zweite Wort lautet entendre und meint eher im empathischen Sinne ein Wahrnehmen. Man kann also hören, dass jemand auf die Frage, wie geht es dir, sagt, ach du, ganz gut, es geht so. Aber das Wahrnehmen seiner Stimmlage, der Modulation des Gesagten, seine Mimik und Gestik transportiert die Botschaft, mir geht es nicht gut, ich fühle mich zurzeit nicht wohl. Wie gesagt, man kann nicht kommunizieren. Zurück zur ersten Annahme. Beide Personen treten in Kontakt. Das Wort Kontakt meint hier also nicht, dass sie sich höflich begrüßen, sondern es meint den anderen in seiner Person wahrnehmen. Wir könnten hier auch den Begriff der sensiblen Achtsamkeit einführen. Dieser Kontakt, der nun zwischen Therapeut und Klient hergestellt ist, bewirkt, dass sich innerhalb der Beziehung eine Veränderung abspielen kann. Das gesagte Wort verändert den Therapeuten und den Klienten. Zum Verständnis: Es gibt in der therapeutischen Sprache auch den Begriff, ich bin mit mir im Kontakt. Das meint aber eher den Zugang zu meinem Inneren, also ich nehme meine Gefühle, meine Sehnsüchte achtsam und wertschätzend wahr. Also, erste Annahme noch einmal, ich bin mit dem anderen in Kontakt.